TikTok ist eine App für Drogendealer. Wegen TikTok haben Kinder Essstörungen. Und China greift mit TikTok nach der Weltherrschaft. Der TikTok-Chef war im amerikanischen Kongress vorgeladen und ist von den Abgeordneten von beiden Parteien hysterisch beschimpft worden. Es sieht da nicht gut aus für TikTok. Und da ist es auch völlig egal, dass TikTok außerhalb von China von westlichen Investoren kontrolliert wird und dass der Datenverkehr da auch über amerikanische Server läuft. Aber wenn es jetzt verboten wird in den USA, was dann? Für 150 Millionen Nutzer bricht mit einem Schlag die Lebensrealität komplett weg. Was das für Folgen haben kann, das sehen Sie an unseren Bundestagsabgeordneten. Für die ist TikTok schon verboten und die sind jetzt in diesem Realitätsschock. Schauen Sie sich doch mal an, wie planlos die gerade rumlaufen. Und was bleibt uns am Ende? Nicht viel. Wir sehen uns wenigstens auch in Zukunft noch auf so Opa-Formaten wie YouTube. Und ansonsten wünsche ich Ihnen schon mal viel Spaß bei Wetten, dass.